Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Pizmeet spielt Akinator, The Webgenie. Mit dabei der Sebastian. Ja, und der Peter. Und ich, der Peter. Wir befinden uns gerade in Berlin in einem Büro und wir haben einfach noch Zeit. Wir sind hier wegen dem Xbox-Event, was heute Abend gestreamt wird. Und wir haben noch Zeit und dachten uns, wir nutzen diese Zeit auch mal produktiv. Und spielen was. Und spielen Akinator. Das kennst du das noch von früher? So halb. Das gibt es ja schon ewig. Ich glaube, als wir zur Schule gegangen sind, gab es das schon. Okay. Und damals war das so, hä, wie macht der das? Wie? Also ich drück mal auf Spielen. Vielleicht für die Zuschauer, wie funktioniert's? Man denkt sich eine reale oder fiktive Figur aus und er errät sie dann. Also ein bisschen so wie, wer bin ich? Und du gibst dir was und er errät quasi, was du bist. Okay. So. Und wie alt bist du, Peter? Ich bin 28. An was denken wir denn? Wir denken an Pizmeet, finde ich. Okay, wir denken an wen? Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, wenn er Pizmeet drin hat, bezieht sich das entweder auf die Gruppe oder, wenn es nur an eine Person geht, wahrscheinlich auf mich. Deswegen tippe ich mal, wir denken einfach mal an mich. Wir denken an so, wie ich das halt immer mache. An Peter Smits von Pizmeet denken genau, wir mal. Genau. Ist deine Figur männlich? Warte, kann ich das noch größer machen, damit man das besser erkennen kann? So. Diese Naruto-Online-Werbung ist auch immer überall. Ja, meine Figur ist männlich. Unsere Figur ist männlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, kommt aus Deutschland. Ja, wurde durch YouTube bekannt. Ja, macht Minecraft-Videos. Macht deine Figur bei Minecraft Freedom mit? Nein. Nein. Spielt deine Figur in Minecraft Dragon mit? Nein. Man merkt, dass das Ding schon mega krass auf YouTube ausgelegt ist, weil, weißt du, nicht bist du irgendwie Film, Musik oder so, nein, machst du YouTube, zack, jawohl. Ja, ohne Spaß. Ist deine Figur rothaarig? Nein. Heißt nicht. Der Kanal deiner Figur Concrafter? Der sieht mir sehr ähnlich. Ey, das ist aber finde ich jetzt fake, weil er fragt eigentlich direkt. Stimmt, er stellt, das ist so wie bei Wer bin ich, wenn du sagst, ist er das? So, ja. Das machst du eigentlich erst am Schluss, wenn du dir sicher genau. bist. Also er könnte eigentlich noch ein bisschen mehr Informationen sammeln. Ich hoffe, er geht jetzt nicht einfach all die YouTuber durch. Eigentlich sollte er es nicht tun, deshalb wundert Nein. mich das auch. Varro 4, weiß ich nicht. Nee, ich ja theoretisch sagen, nee. Nicht, aber Pizmeet ja eigentlich schon. Vielleicht hat er doch den Kanal im Kopf. Nee, wir gucken aber nach dir als okay, Person. Okay, dann nein. Weil du hast ja gesehen, bei Concrafter hat er ja gesagt, hey, bist du Kanal Concrafter? Ja. Und er hat dann wirklich die Person, nicht die Firma Concrafter. Okay. Wohnst du mit deiner Figur im selben Haus? Das finde ich eine sehr sonderbare Frage, ehrlich gesagt. Peter, wohnst du mit dir selber im gleichen Haus? Was antwortet man denn jetzt da drauf? Warte, wir haben eine WG gehabt. Wohnen wir mit uns? Ich meine, es geht halt um mich. So, wohne ich mit meiner Figur im selben Haus? Warte mal, nimm du mal die Hand weg. Nein. Okay. Was mit Tieren zu tun? Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Nein, nichts mit Tieren zu tun. Lange Haare. Oh, und du siehst auch immer an seinem Ausdruck, dass er durch eine Antwort von dir jetzt irgendwie verwirrt ist. Und dann wechselt er immer so die Gestik und sagt so, er ist jetzt sauer. Es macht irgendwie keinen Sinn. Du musst irgendwo was Falsches geklickt haben, so auf die Art. Okay, ich habe keine langen Haare. Und ich bin nicht aus Oberösterreich. What? Ist deine Figur aus Ark Twilight of the Spirits? Waren wir nicht gerade noch bei YouTube? Was soll das? Nein. Über 1 Million Abonnenten. Ja, das ist schon mal richtig. Einzelkind. Ich bin kein Einzelkind. Nein. Und nein, Riverdale? Warum? Was stimmt nicht mit dir? Bist du ein deutscher YouTube? Kommst du aus Riverdale? Ja, auf jeden Fall. Das macht voll viel Sinn. Und ich spiele, meine Figur spielt auch nicht Clash Royale. Nein. Und ich bin auch nicht aus Toronto. Was stimmt denn nicht mit ihm? Oh. Wie kommt denn der da drauf jetzt? Kommst du aus Toronto? Clash Royale. Und bist du bei Pizmeet? Boah, das kam jetzt aber... Ja. Unerwartet. Okay, ja. Also vielleicht hat er doch alle drin. Das wäre ja mal interessant. Ich sag mal ja. Jawoll! Oh, das hübscheste Foto auch noch von dir ever, ey. Cool. Und wieso hat er jetzt nicht theoretisch Bram? Ich finde das gut, dass ich da als einziger Chef gespeichert wurde. Du bist halt der Chefchef wohl. Der Chefchef, ja. Da hat er recht. Da hat der Akinator recht. Okay. Vielleicht, weil er wusste, dass... Ja. Mit dem zusammen wohnen, wobei da habe ich ja geantwortet. Hätte ich da ja gedrückt, dann wäre es eindeutiger, weißt du so? Vielleicht, ja. Aber ne, er weiß auch nicht, dass du das ja bist. Es hätte ja auch trotzdem Rom hier sitzen können.
Ja. Deswegen interessant. Ich kann das nur unterstützen, diese Herangehensweise. Jetzt darfst du dir jemanden aussuchen. Okay, ich darf mir jemanden aussuchen. Wen suchen wir uns denn mal aus? Du bist auch 28, ne? Ja. Nein, ich bin 23. Yay. Yeah. Das ist, Alter, im Geist. Ja, 12. Wen nehmen wir denn mal? Lass mal nach Michael Schumacher suchen. Michael Schumacher? Das ist so eine Persönlichkeit, die es schon ewig gibt, aber die irgendwann mal so rausgerutscht ist aus der Öffentlichkeit. Vielleicht wurde er gar nicht nachgepflegt, so ein bisschen. Es ist so. Das ist jetzt aber die Frage. Die erste Frage ist dann schon knifflig, finde ich. Wohnt eine Figur in Deutschland? Ist Michael Schumacher aktuell in. Wohnt er in Deutschland? Ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, er wohnt. Deswegen ist er aktuell noch überhaupt in einem Krankenhaus. Ich hatte mal gehört, konnte auch schon wieder nach Hause. Ich glaube, er ist zu Hause in Behandlung quasi. Aber das wäre dann ja wahrscheinlich Deutschland. Von daher würde ich sagen. Wohnt er nicht irgendwie in der Schweiz oder so? Wirklich? Ich habe keine Ahnung. Dann würde ich tippen, wir klicken auf wahrscheinlich. Ja, das ist gut. Ist deine Figur weiblich? Nein. Du darfst jetzt auch klicken eigentlich. Achso, oh, cool. Ist deine Figur ein Mensch? Ja, kann man schon sagen. Ich hätte an fiktive Figuren denken sollen. Ist deine Figur älter als 36? Ja. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Musik? Nein. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Ja. Fußball? Ja, weniger. Wobei er hat super viele Benefiz-Sportdinger gemacht. Ja, das fand ich immer cool. Ja, aber das trotzdem nicht. Die Frage ist, hat deine Figur etwas mit Bällen zu tun? Das ist halt schon schwierig, weil Michael Schumacher halt Bälle aus Stahl hat. Aber naja. Oh, hat deine Figur ein Formel-1-Rennen gewonnen? Das ist krass. Also manchmal, weißt du, so Fußball, Bälle und jetzt kommt nicht Tennis oder Golf oder irgendwas. Meinst du, das geht wirklich nach Beliebtheit des Sports? Ja, also theoretisch, Fußball logischerweise ist der beliebteste Sport in Deutschland. Meinst du, danach kommt schon direkt Formel 1? Nee, er hat ja auch nach Bällen gefragt. Damit ist Tennis ja schon raus. Stimmt. Damit ist Basketball raus. Damit ist schon so viel raus. Das sind alle Ballsportarten weg, ne? Ja, logisch. Krass. Deswegen. Boah, clever Boy, ey. Das muss ich mir merken, für wer bin ich. Hat deine Figur schwarze Locken? Nein. Ein jüngerer Bruder? Ja. Alles klar. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Akinator. Das ging jetzt relativ schnell, muss ich sagen. Welcher Formel-1-Typ, wobei er kommt aus Deutschland, ne? Er kommt aus Deutschland. Aber es gibt auch noch bestimmt mehrere Formel-1-Fahrer, die aus Deutschland kommen und einen Bruder haben. Und ein Rennen gewonnen haben. Und ein Rennen gewonnen und haben. Und keine schwarzen Locken haben. Wer hat überhaupt schwarze Locken eigentlich? Keine Ahnung. Also, okay, ich bin auch verwirrt. Aber also gut. Das ging jetzt echt schnell. Das ging schnell. War schon geil. Dann suche ich mir jetzt wieder einen aus. Ja, mach das. Und ich denke an Solid Snake aus Metal Gear Solid. Okay. Ich hoffe, ich kriege das hin. Das ist von den Antworten ein bisschen tricky, glaube ich. Ja, gucken wir mal. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Lebt deine Figur wirklich? Guck mal, als wenn er es gewusst hätte. Ja, ohne Spaß. Ich glaube, das Mikrofon ist da irgendwie angeschlossen. Ja, ohne Scheiß. Der hört uns zu. Guck mal, der guckt auch schon so unschuldig. Ja, ich weiß schon, was du tust. Nein, meine Figur lebt nicht wirklich. Und ja, meine Figur ist männlich. Und, Manga-Figuren werden offenbar sehr gerne genommen. Interessant, Akinator-Spieler und Spielerinnen nutzen gerne Manga-Figuren. Aber liegt ja auch nahe, wenn die ganze Zeit Naruto dich da anlächelt. Weißt du so, an was denke ich denn? Na, Naruto. Und jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ist das Naruto? Peng, ja, dann kommt direkt. Ja. Ich würde sagen, keine Manga-Figur, auch wenn es aus Japan kommt und durchaus schon Überschneidungen teilweise hat mit Anime-Style. Es gibt doch bestimmt auch Mangas von Metal Gear. Könnte ich mir gut vorstellen, aber ich würde darauf trotzdem nein. Trägt deine Figur Schuhe? Woran zum Teufel denkt gerade der Akinator bitte? An jemanden barfuß? Wer trägt denn keine Schuhe? Also die Figur trägt Schuhe, ja. Und sie kämpft gegen das Böse. Ja. Definitiv. Das ist auch eine komische Frage. Trägt ein Film den Namen deiner Figur als Titel? Nee. Solid Snake, der Film. Nein. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Trägt deine Figur ein Schwert? Nein. Kennt sich deine Figur gut mit Schusswaffen aus? Ja. Ja, definitiv. Und sie ist ein Soldat. Oh, guck mal, er ist langsam wieder grumpy. Oh, er ist wieder grumpy? Okay. Meine Figur hat noch nicht gegen Außerirdische gekämpft. Nein. Ich hoffe, er hat Solid Snake drin, ehrlich gesagt. Spielt deine Figur Call of Duty? Das ist aber auch geil. Wie geil ist das denn? Also wenn ich jetzt Soap McTavish hätte, der würde ja auch nicht Call of Duty spielen. Ja, deshalb. Ja. Was ist das denn? Bist du eine fiktive Figur? Ja. Spielt sie Call of Duty?
Ich denke mal, die Frage ist eher, ob die Figur mitspielt bei Call of Duty. Ich denke mal, darum geht es eher. Die Frage ist einfach nur sehr unglücklich formuliert. Ja, vielleicht bist du auch Cartman auf South Park und der spielt irgendwann mal Call of Duty. Ich glaube, die Spiele in South Park heißen alle Fake. Also die heißen nicht wirklich Call, oder? Nee, stimmt nicht. Die haben auch teilweise echte Namen. WoW haben die doch gespielt. Ja, stimmt. Du hast absolut recht. Die Antwort ist auf jeden Fall nein. Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt. Ja, das ist sie. Hat deine Figur am Zweiten Weltkrieg teilgenommen? Nein, hat sie nicht. Immer noch nicht bei COD. Gegen Monster? Naja gut, die Bösen sind schon Monster auf eine Art und Weise. Menschliche Monster, aber ich würde trotzdem nein sagen. Und meine Figur ist auch definitiv nicht ein Kind. Geheimagent. Boah, würde ich schon sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Schwierig, aber ja. Er ist halt irgendwie so ein Elite-Soldat und operiert so im Untergrund. Ja. Meine Figur hat auch, soweit ich weiß, keine Tochter. Nein. Und meine Figur trägt ein Stirnband. Das ist jetzt aber interessant. So gut. Ein Zopf? Achso, der wechselt doch auch die, also der hat doch immer andere Haare auch. Ja, lass mich jetzt auch nicht lügen. Irgendwann mal längere Haare, aber nicht. Ich glaube aber, er hat niemals einen Zopf. Nee, würde ich nämlich auch nicht sagen. Im ersten Teil hat er definitiv keinen Zopf und im vierten Teil. Oh, im vierten Teil vielleicht. Lass mich das kurz nachgucken. Wir können auch sagen, weiß ich nicht. Ja, aber ich will das halt. Achso, damit es eindeutig, weil jetzt könnte er auch im nächsten Schritt direkt sagen, wenn er einen Zopf hätte, ja, dann sagt er wahrscheinlich gleich, jo, bam, der ist es. Deswegen. Bilder. Also das ist definitiv. Nee, das ist kein Zopf. Ja, daran habe ich mich gedacht, so länger, der hat so einen Fuku-Huku-Lila. Ja, genau, hinten, Mann, ja. So einen längeren Ansatz, aber das sind die Bänder, die da quasi. Ja, kein Zopf. Nee. Und hat auch, soweit ich weiß, keinen Hund, nein. Fliegt deine Figur oft? Ich würde auch eher nein sagen. LOL! Und das war's direkt? What the fuck? Ich denke, guck mal, das ist auch genau das Bild, was wir quasi gerade gesehen haben, ne? Genau. Ich denke an Solid Snake, Metal Gear Solid. Ach so, man muss dann immer noch ja oder nein sagen. Huch. Ja, für die Statistik, damit er weiß, weil ich glaube, es gibt eine Statistik von wegen, wie oft der wirklich richtig lag. Aber ja, wir denken an Solid Snake. Nicht schlecht. Wie viele Fragen hat er? Ach, das kann man jetzt nicht mehr nachgucken. Naja, gut. Vielleicht kommt das dann nochmal. Prima, nochmal gefunden. Ich liebe es, mit dir zu spielen. Da, guck mal. Lol, die wurde schon fast 24.000 Mal gespielt. Hätten wir das mal bei den anderen geguckt. Bei dir hätten wir das mal gucken müssen. Yo, shit. Guck mal, was du hier noch einreichen kannst alles. Namen, eine Frage hinzufügen. Geil. Cool. Okay, du darfst jetzt noch eine aussuchen als letztes. Was nehmen wir denn noch? Machen wir irgendwas. Ne, Manga-Kram, da kennst du dich halt gut aus. Da könntest du vielleicht irgendwann mal so eine vielleicht eher unwichtigere Nebenfigur nehmen. Aus dem Manga-Kram? Ja, genau. Wobei dann sitze ich hier die ganze Zeit nur so und weiß nicht, worüber ihr redet. Doch, guck mal, aus Dragon Ball kennst du ja auch noch ein paar Sachen. Ich kenne den alten sexsüchtigen Typ aus Dragon Ball noch. Muten Roshi. Muten Roshi heißt der. Sollen wir mal Muten Roshi fragen? Okay. Nehmen wir mal Muten Roshi, okay. Das ist schon echt tricky. Bitte denken Sie an eine reale oder fiktive. Okay. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Das Alter, weil dann sortiert er schon mal vor, ja, in welchem Alter du bist. Keine Ahnung, bist du 12? Okay, dann hat er halt ganz viele Kindersachen. Bist du 50, dann denkst du wahrscheinlich eher an, keine Ahnung, Wolfgang Petri oder so. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Bist du 28? Bam, du bist irgendwie Zocker und so. Ich würde jetzt eher nein sagen. Nee, also, weil sie nicht daher stammt. Genau. Ein erwachsener Mann. Kannst du ein bisschen runterscrollen? Ah, warte mal, ja, damit wir hier nicht. Genau so. Damit wir mehr sehen. Erwachsener Mann ist schon erwachsen, ja. Ist sie bereits tot? Ich weiß es nicht. Nee. Der lebt, komischerweise lebt er halt ewig. Und selbst, okay. Selbst in den neuen Folgen bei Super ist er auch noch fesch am Start. Hat deine Figur wirklich existiert? Nein. Kämpft deine Figur gegen das Böse? Ja, schon. Ja? Einer. Okay. Ja, die kämpfen ja alle gegen das Böse. Okay. Irgendwie. In einem Kinofilm, ich würde jetzt eher sagen, nee, also es gibt Dragon Ball Kinofilme, aber A, hier ja nicht wirklich und B, weiß ich nicht mal, ob der da groß vorkommt oder so, nee, ich glaube nicht. Na, amerikanische Serie auch nicht. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Guck mal, da gehen wir jetzt schon mal direkt in die richtige Richtung. Da hat er auch direkt anders wieder geguckt. Oh, ja. Manga-Figur. Interessant. Okay, jetzt weiß ich mehr. Ja, genau. Hat deine Figur dunkle Haare? Was für eine Haare? Der hat gar keine Haare. Weißer? Achso, nee, stimmt. Nee, weißen Bart hat er, glaube ich. Ja. Aber, hat deine Figur dunkle Haare? So nein. Oder so, nein. Trägt deine Figur ein Schwert? Nein, ein,
einen Stock hat er, einen alten Stock hat eine Figur im Frühling im Geburtstag. Boah, das, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hat deine Figur noch viele Haare auf dem Kopf? Nein. Streamt deine Figur Madden Let's Plays auf Twitch? What? Ja, und meine Figur ist nicht real. Hat keine Haare auf dem Kopf. Madden Let's Plays? Was ist falsch mit dir? Aber er versucht auch zwischendurch so in, immer so, wenn die Fragen zueinander passen würden und du einmal falsch geantwortet hast, so von wegen ist es eine reale Figur, dann streicht er die so ein bisschen und fragt out of the box so ein bisschen. Aber ist trotzdem irgendwie komisch. Trägt deine Figur einen Umhang? Nein. Ist es ein Mensch? Ja. Ist deine Figur ein Krieger? Was würdest du denn bei Commander Krieger jetzt antworten? Ist ein Krieger. Der ist auf jeden Fall ein Krieger. mit Nachname ist er Krieger. Ich würde jetzt sagen schon, oder? Auf eine gewisse Art. Hat er nicht auch mitgekämpft teilweise? Also oder ja, er ist ein Lehrmeister. Ja, genau. Aber bist du dann halt ein Krieger? Gute Frage. Also, machen wir mal wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich auch völlig irrelevant. Oh, der trägt echt häufig eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille hat er wirklich häufig. Spielt deine Figur bei Dragon Ball mit? Dragon Ball Z? Ja, das ist Mundoshi! Ja, alles klar. Jetzt auf einmal so voll die Bullshit-Fragen. Gerade noch bei Madden und jetzt sind wir schon bei Mundoshi. Geil. Cool. Das war nice. Und da geben wir auch auf. Ja. Der Herr der Schildkröten. Der Herr der Schildkröten, genau. Und guck mal. 18.000 Mal immerhin. Krass. Ja, nicht schlecht. Akinator, wir sind begeistert. Du hast alles von uns gefunden. Am schwersten hast du dich getan, glaube ich, mit mir. Das waren, glaube ich, die meisten Fragen, würde ich fast sagen. Ich glaube aber auch, weil diese Let's-Player-Sache, weißt du, er fragt quasi nach jedem großen Projekt, weißt du, Minecraft. Und dann fragt er dich nach allen Minecraft-Projekten. Ja. Weil da einfach die Fragen, glaube ich, noch nicht so gut sind. Potenziell. Ja, auch schwieriger. Ja. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein. Ciao. Ciao.